Im Dunkeln des Kinos können wir in eine andere Welt entschwinden. Und wenn wir dann wieder auf die Straße treten, sind wir ein bisschen fröhlicher oder nachdenklicher. Vielleicht auch trauriger oder auch erfüllt mit neuem Lebensmut. Und manchmal ist man in den Saal gekommen und sozusagen das Publikum hat mit dem Film geatmet. Und ich wusste, das ist es. Das ist jetzt der Moment, wo der Film ein Erfolg wird, der Regisseur berühmt wird und es ist alles gelaufen. Das spürte man im Kino. Und ich habe es bei Aki Kaurismäki erlebt, ich habe es bei Bellatar, ich habe es auch bei anderen erlebt, dass plötzlich auch bei Zuckerbaby, als ich da reinkam, da wusste ich, das ist jetzt, da sind alle Leute begeistert. Und das ist auch ein wunderbares Gefühl, wenn du plötzlich siehst, dass alle Leute mit dem Film sind. Wenn du sagst, die Leute atmen mit dem Film, ja, was ist es eigentlich? Du kannst ja nur hören, wenn sie lachen. Vielleicht. Nein, ich habe das immer gespürt. Ich wusste das immer. Bei dem Mädchen mit der Streichholzfabrik, das fühlst du. Ja, aber du fühlst es woran? Ich weiß nicht, das ist eine Atmosphäre im Kino. Ich habe das immer gespürt. Geheimnisvoll. Rattengift, bitte. Wollen Sie die kleine Packung oder die große? Die große.